Warum kaufen Sie denn Bio ein? Weil es gesünder ist und weil es natürlich auch für die Ella wichtig ist. Weil ich tatsächlich immer noch das Gefühl habe, dass es gesünder ist, aber ich bin mir auch nicht sehr sicher, ob das tatsächlich so stimmt. Aber gut, ich bin auf jeden Fall auf die große Bio-Geschichte eingefallen. Und wie stellen sich die Arbeitsbedingungen in der Biobranche vor? Habe ich kein Bild davon. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Ich nehme an, wenn die Höfe noch relativ klein sind, sind die Arbeitsbedingungen besser. Wenn die Höfe und so weiter größer werden, kann ich mir vorstellen, dass es dann auch ähnlich ist wie in anderen Unternehmen, dass es dann auch schwankt, je nachdem. Ja. Was ist das Einzige, was ich weiß, ist, dass natürlich die Biostandards selbst, also das, was wir in den 80er und 90er von Bio gehalten haben, heutige Standards entsprechen nicht unbedingt dem, was man da irgendwann einmal als Bild entwickelt hat von Bio, und das mag wohl dann auch für die Arbeitsverhältnisse gelten, könnte ich mir vorstellen, dass die Frage darauf abzielt. Also Bio macht die Welt sicherlich nicht besser, ne? Warum sollte das so sein? Ist ja auch nur ein Wirtschaftszweig im Endeffekt mittlerweile, wo es um Gewinne geht und so weiter, klar. Bio, fair und regional gehört für mich zusammen. Ich finde es auch scheiße, in einen Bioladen zu gehen und Trauben aus Chile angeboten zu bekommen. Das ist einfach vollkommen idiotisch. Es gibt ja so viele Erwartungen immer an Bio. Also ich meine, es soll besser schmecken, es soll gesünder sein, es soll fairer sein. Ich weiß nicht, ob das alles erfüllen kann. Also ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gesteckt. Ich bin Conchita und komme aus Berlin und mache zurzeit eine Ausbildung zur Gärtnerin auf dem Obst- und Gemüsehof Teltower Rübchen in Teltow, südlich von Berlin. Und ja, hatte die FAU kontaktiert, weil mein Chef meinte, er wolle mich in Naturalien bezahlen, obwohl mein Lohn ohnehin schon so gering ist. Und ja, daraufhin bin ich erstmal zur Rechtsanwaltssprechstunde dort gegangen, die einmal in der Woche stattfand. Und die haben mich dann ja weitervermittelt ans Syndikat. Mein Name ist Andreas Fürster, ich bin 32 Jahre alt, seit 11 Jahren jetzt in der FAU. Wir haben also einmal die Woche haben wir offenes Büro, und dort ist eine Stunde lang dann sind dort Anwälte auch da. Und die Auszubildende kam eben dann zu uns. Teltower Rübchen ist ein kleiner Gartenbaubetrieb in Teltow, direkt vor Berlin. Es sind schätzungsweise 10 Leute, die dort arbeiten. Also es ist der Bauer und seine Familie. Und dann noch ein paar Leute auf dem Feld und noch Teilzeitkräfte in den Marktständen, zweimal die Woche. Und eben eine Auszubildende. Bin dort 30 Stunden in der Woche. Mittwochs und Samstags bin ich auf dem Markt. Freitag ist den ganzen Tag Ernte. Ja, ich mache halt eigentlich nur so Hilfstätigkeiten und deswegen lerne ich dort relativ wenig. Zusätzlich ist die Ausbildung halt auch nicht bezahlt. Also man kriegt halt nur 160 Euro netto. Und ja, also man macht halt eigentlich nur so Sachen, die auch so Erntehelfer, Saisonhelfer machen. Ich bin also Axel Zillowald. Ich bin verantwortlich für den Betrieb hier, Obst- und Gemüsehof Teltower Rübchen. Wir sind im Moment, haben von uns aus gesagt, wir wollen im Moment nicht ausbilden. Das mit Frau Langner war nochmal ein spezieller Fall, weil sie ja letztendlich, abgesehen davon, dass sie hier unter Tränen ankam, wusste nicht wohin, und sie dringend eine weiterführende Ausbildungsstelle gesucht hat, und haben ihr aber auch gesagt, wie die Verhältnisse im Moment sind, und haben sie darauf hingewiesen, und das hat sie auch zur Kenntnis genommen, hat dann entsprechend auch
darauf trotzdem den Lehrvertrag unterschrieben, was kein Ausbildungsvertrag unter staatlichen Gesichtspunkten ist. Es ist keine staatlich anerkannte Ausbildung, sondern es ist eine freie Ausbildung. Die Auszubildende hat, glaube ich, 160 Euro netto verdient, als sie Kontakt mit der FAU aufgenommen hat, hat sie mir erzählt. Ja. Wie kommt es zu so einem Lohn für eine 30-Stunden-Woche? Das ist genau ein Teilzeitvertrag. Sie hat ja, das war ihre Forderung gewesen, beziehungsweise ihre Forderung kann man ja nicht sagen, aber zumindest eine Voraussetzung für ihren Vertrag. Sie möchte halt nicht so wie vorher in ihren vorhergehenden Betrieb mit 50 Stunden oder so, sondern möchte halt einen Teilzeitvertrag haben mit 30 Stunden. Und daraufhin haben wir das halt auch den Lohn angeglichen, sozusagen. Eine ehemalige Mitauszubildende von mir hatte mir mal gesagt, dass sie auch keine Krankenversicherung dort hatte. Und daraufhin hatte ich mal meine Krankenversicherung angerufen, um zu fragen, ob er überhaupt Beiträge für mich zahlt. Oder ja, und auch nochmal bei der Rentenversicherung nachgehakt. Und die meinten halt, ja, es ist gar keine Meldung erfolgt für 2011. Also die Bezahlung ist sehr schlecht, es ist wenig formalisiert, es gibt keine schriftlichen Vereinbarungen, keine schriftlichen Arbeitsanweisungen. Es gibt keine Sanitäranlagen, kein warmes Wasser. Und das auf dem Feld ist natürlich, und vor allen Dingen dann auch im Herbst, bis im Winter rein wird dort auch gearbeitet. Und der wurschtelt sich da so durch. Das ist auch kein Problem. Ist ja jeder, also kann jeder machen, wie er will. Aber sobald er dann Leute anstellt, muss er natürlich soziale Standards einhalten. Die Freie Arbeiterunion Berlin steht heute hier, um tarifliche Ausbildungsvergütung und ordentliche Ausbildung in dem Biohof Feldhauer Rübchen zu fordern. Dieser Biohof hat auch hier auf der Grünen Woche einen Stand. Zunächst einmal wurden halt Briefe geschrieben und es gab auch ein erstes Gespräch dann mit meinem Chef, relativ schnell. Da hat er auch ein paar Zusagen gemacht, aber die hat er auch nicht eingehalten erst. Es wurden halt seine ganzen Geschäftspartner angeschrieben, zum Beispiel der Förderverein von den Teltow-Rübchen, Grünpolitiker und Politiker der Linksfraktion. Daraufhin kam aber keine Antwort und dann gab es eine erste öffentliche Aktion auf dem Heldenmarkt, eine ja, kleine Messe am Ostbahnhof für nachhaltige Produkte. Also die Kundschaft ja, reagiert schon in dem Sinne, dass sie sagt, der Bio muss schon irgendwie fair sein. Also es reicht schon nicht, dass die Produkte nicht mit Chemikalien gespritzt werden, sondern ja, sollte auch schon nachhaltig produziert werden, also nachhaltig im ökologischen Sinne und da auch im menschlichen Sinne. Also nicht, dass man halt die ganzen Arbeitskräfte verschmeißt. Es ist ja so ein ziemlich kleiner Betrieb und es geht um eine Person. Kannst du erklären, was da so die Perspektive drin ist für euch? Also was bringt es für eine Person, einen Arbeitskampf durchzuführen? Man wundert sich manchmal schon, dass man halt für eine Person so einen Aufriss macht und Dutzende Leute halt Flugblätter verteilen, Vorbereitungen machen, Erklärungen machen und so. Ist natürlich, wir haben versucht, das nicht nur auf unser eines Mitglied dort zu konzentrieren, sondern haben auch mit den anderen Beschäftigten Kontakt aufgenommen, haben über uns überhaupt erstmal über deren Lage auch informiert und haben denen natürlich auch angeboten, ist quasi ein Gesamtpaket zu schnüren, aber leider waren sie halt nicht dazu bereit, das jetzt zu machen. So, das Risiko war ihnen zu groß und sie haben lieber gesagt, wir lassen es erstmal so, aber wir sympathisieren mit eurem Anliegen und es ist gut, wenn ihr für Conchita was macht. So. Also mein Chef war erstaunlicherweise relativ gelassen. Er hat jetzt nicht irgendwie rumgebrüllt oder ist aggressiv geworden, also das... Ja, hat mich da irgendwie erstaunt. Und ja, irgendwie, aber seine Frau ist irgendwie schon sehr gegensätzlich zu ihm. Also die versucht dann schon sehr rauszuekeln da aus dem Betrieb. Also indem sie da irgendwie Vorträge einem oder Standpauken einhält oder halt gerne mal Kommentare macht, wie machst zu viel Mittagspause, bist zu faul oder ja, mach schneller, sonst gibt's einen Arschtritt oder
Ja, die Frage ist, ob Sie das so wahrnehmen, dass Sie eine andere Art von Verantwortung haben als Arbeitgeber, als wenn es jetzt darum geht, dass Leute, die zur Familie gehören und das als Familienbetrieb sehen, also dass die das von sich aus in Kauf nehmen, schlechte Arbeitsbedingungen und einen schlechten Lohn zu haben. Aber ob Sie vielleicht als Arbeitgeber eine ganz andere Art von Verpflichtung haben, sobald Sie als Arbeitgeber auftreten. Ja, was heißt schlechte Arbeitsbedingungen, schlechter Lohn? Das ist ja nicht, kann man nicht unter... Schlechter Lohn ist zum Beispiel 202 Euro für eine 30-Stunden-Woche, ist ja weit unter dem, wovon man leben kann zum Beispiel. Oder das ist einfach ein unglaublich schlechter Stundenlohn. Ja, aber 30 ist kein schlechter... Schlecht ist jetzt relativ. Wer zum Ökolandbauern kommt, in die ökologische Landwirtschaft, von dem setzt man auch sozusagen voraus, dass in gewisser Weise ein Idealismus mit dazukommt. Sie haben den Potsdamer neuesten Nachrichten gesagt, der Absatz von Biogemüse ist nicht so hoch, dass man allen Beteiligten gegenüber fair sein kann. Können Sie das ein bisschen erläutern? Fair heißt einerseits natürlich, wenn man sich an die klassischen Gegebenheiten hält und sagt, hier faire Entlohnung und ganz knallharte Arbeitsbedingungen, dann darf man aber auch nicht erwarten, dass gleichzeitig auch eine Vielseitigkeit geboten wird in der Ausbildung, was ich jetzt zum Schluss gesagt habe. Wenn man vielseitig ist und vielseitig sein möchte, unter Verzicht auf gentechnische Beeinflussung der Produkte und den immer weiter fortschreitenden dieser Agrarindustrialisierung entgegenstehen will und möchte und sich da einfach rausnehmen möchte, setzt natürlich auch voraus, dass alle diejenigen, die hier im Betrieb mit integriert sind, eben auch entsprechend das idealistisch, mehr oder weniger idealistisch auch aufgreifen. Unsere Forderung ist klar, nach Tarif 520 Euro Ausbildungsvergütung, das ist auch nicht die Welt. Aber es ist mehr als das Doppelte, was Conchita bisher bekommt. Wie könnte man denn so faire Bedingungen schaffen in der Branche? Was denken Sie, was dazu nötig ist? Was da nötig wäre, wäre vor allen Dingen ein sozialer Umbau in der gesamten Gesellschaft. Das wäre die Grundvoraussetzung. Das ist ein Politikum, was wir nicht, das hatte ich eingangs schon gesagt oder zwischendurch schon mal bemerkt gehabt, dass das nicht realisierbar ist durch uns. Wenn wir das, uns selbst so weit runternehmen und alle das gleiche Level hätten, gleiche Arbeitszeit, die gleichen Bedingungen und auch den gleichen Lohn erhalten würden, dann könnte ich den Betrieb letztendlich an den Nagel hängen, da wäre die Sache erledigt. Er sagt, er kann sich das nicht leisten, wir können es nicht nachprüfen, wir hören das immer, dass man sich das nicht leisten kann. Aber wie gesagt, es ist im Prinzip auch nicht unser Problem, ob er sich das leisten kann oder nicht. Sobald er Leute anstellt, muss er die ordentlich bezahlen. Warum machst du das alles? Warum führst du den Kampf? Ja, weil ich finde, dass mein Chef schon genug Leute so behandelt hat und dass das auch mal ein Ende haben muss. Also, wenn da keiner ihm Strich durch die Rechnung macht, dann geht er immer weiter so vor. Macht es dir auch Spaß, so das zu machen und dir das nicht gefallen zu lassen und mit der FAU zusammen so Trouble zu machen? Ja, ist schon ein bisschen Rachegefühl schon nett.